Hallöchen ihr Lieben, ich bin's mal wieder und ich habe einen Action-Haul für euch. Ja, was zu basteln gab's zwar nicht, aber ich habe mir gedacht, ich gehe mal gucken, vielleicht gibt es ja wenigstens ein bisschen was für einen Garten oder so. Aber ich zeige euch mal Bilder, wie es beim Action aussah. Ja, alles abgeklebt. Gartensachen gab es ein paar, aber die Blumentöpfe, die ich eigentlich haben wollte, die waren abgeklebt. Also, naja, gut. Nichtsdestotrotz, irgendwas findet man immer beim Action. Ich habe mir hier für 95 Cent diese Waffeln mitgenommen. Ihr wisst ja, ich liebe Waffeln. Die sind zwar nicht mit Kokos, aber zur Not frisst der Teufel Fliegen. So, die durften mit. Dann hat mein Mann die hier mitgenommen. Milchschokolade umhüllt. Erdnüsse für 1,59. Sehen irgendwie ganz lecker aus. Aber die Bilder außen sind ja immer. Aber Milchschokolade ist ja dann wieder was Süßes. Meistens hat man das ja immer so in Zartbitterschokolade oder so. Naja, vielleicht kriege ich ja ein paar ab. Achso, was ich jetzt noch schon unten gelassen habe. Ich habe noch von Trolli so eine große 1 Kilo Gummibärchenbox gekauft für 3,95 Euro. So. Und weil wir unterwegs waren und ich Durst hatte, habe ich mir hier einmal Eistee mit Wild Cherry mitgenommen und den anderen habe ich schon ausgetrunken, der war mit Pfirsich. 30% weniger Zucker. Ja, früher hat man so viel, also früher habe ich gerne Eistee getrunken, aber der hat einfach zu viel Kalorien und alles. Steht das hier drauf, wie viel? Brennwert Energie pro 100 Milliliter 18 Kalorien. 180 für einen Liter. Okay, hier ist fast ein Liter drin. Ja, ist schon nicht ganz ohne, aber es ist vegan. So, was haben wir noch was zu essen? Nee, das war's schon mit Essen. Gut, dann habe ich mir hier so einen Schrubber mitgenommen. Für 1,89 Euro. Ist ein Witz, oder? Ja, den Stiel habe ich auch mitgenommen. Der hat gekostet 75 Cent. Na, mal sehen, wie lange der hält. Weil draußen im Garten unsere Steine, die sehen mittlerweile echt oll aus. Und ich möchte da nicht mit dem Kärcher rangehen. Erstens, weil ich keinen habe. Und zweitens, weil man dann die Fugen auch immer so ausspült. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal mit so einem Schrubber, dass man das ein bisschen feucht macht und ein bisschen Grünbelagsentferner vielleicht nimmt und dann da mal so ein bisschen rumschrubbt. Das ist ganz schön hartes Zeug. Also drin würde ich den nirgendwo benutzen, auf unseren Fliesen oder so. Da hätte ich Angst, dass ich mir die Fugen damit kaputt mache. Aber für draußen, denke ich mir mal, ist das ideal. Und für 1,89 und 75 Cent für den Besenstiel ist es mal ein Versuch wert. So, dann habe ich mir zwei Pinsel mitgenommen. Einmal für 49 und einmal für 45 Cent. Ich habe nämlich im Garten so eine große Schildkröte. Ja, also wirklich eine große Schildkröte. Die hat mir meine Mama vor Jahren mal auf dem Polenmarkt zum Geburtstag gekauft. Also wir waren zusammen auf dem Polenmarkt und ich habe die gesehen und habe gesagt, oh, die muss ich haben. Und da hat sie die gekauft und hat gesagt, kriege ich zum Geburtstag. Und mittlerweile ist die aber so ausgeblichen, dass die nur noch irgendwie hellgrau ist. Und da habe ich mir gedacht, es ist die Zeit, die einfach mal wieder ein bisschen mit Farbe zu betupfen und zu bepinseln.
Da habe ich mir gedacht, nehme ich mal ein paar ein bisschen größere Pinsel mit, um die großen Flächen zu pinseln. Ich kann euch mal ein Foto machen, wenn sie dann fertig ist. Also von vorher und nachher zeige ich euch dann mal in den nächsten, im nächsten Craft-Update oder so, wenn ich mich bis dahin aufgerafft habe, die Schildkröte anzumalen. Dann hat mein Mann gesagt, ich brauche unbedingt diese Rührstäbchen. Hallo, Acrylfarbe ist in so kleinen Fläschchen. Aber er hat gesagt, für 68 Cent muss man das mitnehmen. Der ist schon genauso actiongestört wie ich. Also haben wir eben diese Rührstäbchen mitgenommen. Ich habe noch vom Chinamann diese ganzen Essstäbchen, die hebe ich immer auf, um so kleine Farben umzurühren oder so. Also die sind hier wirklich viel zu groß. So, dann habe ich auch was für den Garten gekriegt. Das Einzige, was ich wirklich brauchen konnte. Und zwar ist es diese coole Schaufel hier. Die hat gekostet 1,74. Was steht da? 1,47. Ja, so ist das in der Corona-Krise. Man kriegt überhaupt nichts mehr gebacken. So, also 1,47 hat diese Riesenschaufel gekostet. Steht da drin, wie viel man damit aufnehmen kann? Nee. Aber wenn ich jetzt gerade wieder Löwenzahn und so aussteche, ich habe so einen komischen Ausstecher dafür, der macht so riesige Löcher im Garten. Und dann fülle ich die gerne mit Sand auf. Und wenn man mit der normalen Schaufel, da rennt man 100.000 Mal. Und hier kriege ich richtig viel Sand rein und kann es immer schön in diese Löcher füllen. Also, wenn ihr auch Löwenzahn ausstecht und nachher Sand einfüllt, Gartentipp für mehr. Was gab es noch? Ich habe mir hier einmal Zipbeutel mitgenommen. 1 Liter. Man steht immer davor und überlegt, wie groß sind die dann. Also hier steht zwar meistens immer noch irgendwo, ne, hier steht doch 17 mal 24, 17,5. Aber man kann sich da irgendwie, also ich kann mir da immer nichts drunter vorstellen. Ich nehme mal einen raus. Ja, da kriege ich 3 Brötchen rein. Ich backe jetzt immer Brötchen selber, also schon eine ganze Weile. Und dann, so viel kann man immer gar nicht essen. Es kommen immer meistens 9 bis 10 Brötchen raus. Und dann friere ich die gerne mal ein, zu 3 Stück. Dann gehen 3 Brötchen rein. Ja. Und den kann man ja mehr wie einmal verwenden, weil jetzt habe ich die immer in so normalen Gefriertüten. Ja, aber die hebt man ja nicht auf. Die benutzt man einmal und schmeißt die weg. Und ich finde das immer furchtbar. Jetzt habe ich Zipbeutel. Die kann ich öfter benutzen für 99 Cent. Hier die Schaufel weg. Au, Entschuldigung. Dann habe ich mir neue Schwämme mitgenommen für 79 Cent. Die waren jetzt irgendwann sind die alle. Da braucht man einfach mal einen neuen Schwamm. Und ich mag die ganz gerne. Ich mag mal gerne die Schrubbseite. Gerade für die Beine, so, die immer so ja, trocken sind. Irgendwie fühle ich mich danach sauberer, wenn es richtig abgeschrubbt ist. Es ist wie ein Peeling in Form von Schwamm. Eigentlich war ich da wegen so einem Bimmstein für die Füße, aber haben sie nicht. Und ich habe mir ein neues Tuch mitgenommen für 49 Cent. Wo ist mein anderes? Das Tuch. Ah, hier. Das sieht nämlich schon so aus. So, damit mache ich immer meine Pinsel sauber. Meine Stempel sauber. Und jetzt kann das nämlich mal in die Wäsche. Und dann habe ich nämlich in der Zeit, wo das gewaschen wird, habe ich wieder eins. So. Das war es auch schon. Ich finde es traurig, dass man keine Bastelsachen und keinen Schreibkram kaufen kann, weil viele müssen von zu Hause arbeiten und so. Und da braucht man mal einen Block, einen neuen Kugelschreiber oder irgendwas. Und das kriegt man da einfach nicht. Aber naja, ab 4. Entschuldigung. Wird es vielleicht besser, vielleicht kriegen wir dann wieder ein bisschen Bastelzeug. So, also. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich sage, bleibt schön gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.